Live. Ach ja, wie schön. Ich bin live. Und meine Kamera blinkt mal wieder. Zuschauer haben mich auch schon. So, jetzt hoffe ich, dass die Kamera aufhört zu blinken. Sehr schön. Bin ich auch zu hören? Klappt auch. Wunderbar. Schenk mir doch mal ein Herzlein, einen Daumen hoch. Damit ich weiß, dass das hier funktioniert. Auch für dich. Von meiner Testseite her funktioniert es zumindest. Und es hat den Vorteil, wenn hier so ein paar Aktionen sind, dass die wunderbaren Frauen, die heute auch hier mit dabei sein möchten, uns schneller finden auf Facebook. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. So schön, dass du dabei bist. Ganz gleich, ob jetzt live oder ob du später das Replay anschaust. Lass uns mal gemeinsam jetzt hier ein paar Dinge klären zum Thema Selbstliebe. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen jetzt. Über das Thema Selbstliebe. Weil mir ist so in der letzten, Kopfhörer kann ich ja jetzt ausziehen, mir ist so in den letzten Wochen, Tagen, wo ich mich mit diesem Thema mal ein bisschen mehr wieder beschäftigt habe, so das ein oder andere bewusst geworden, klar geworden, wo es so immer mehr wieder Klick gemacht hat. Deshalb würde ich das gerne mit dir teilen. Und vielleicht, und das hat auch was mit dem Thema zu tun, Selbstliebe, vielleicht hast du meinen Post von gestern Abend noch gesehen, hier auf dem privaten Profil oder auch hier in der Gruppe, wo ich so ein paar Bilder mit dir geteilt habe von unserem Tag gestern. Was unser Normal eigentlich ist und wahrscheinlich auch so ein Leben ist, von dem du ja auch träumst. Ich schaue mal hier gerade nochmal an die Kamera, dann hört die auf zu blinken oder auch nicht. So, jetzt wieder gut. Ach herrje, denk dir das Blinken einfach weg. Wir beschäftigen uns jetzt nicht mit der blinkenden Kamera. Genau, was wollte ich dir erzählen? Wenn ich, am besten schließt du deine Augen und lauschst einfach nur meinen Worten, wenn dich das Blinken stört, wenn das nervt, hat auch den Vorteil, wenn du dich zurücklehnst und einfach meinen Worten hier lauschst, dann kannst du dich noch viel mehr darauf einlassen und mit deinem Unbewussten noch viel mehr aufnehmen und annehmen. Und im nächsten Schritt natürlich auch umsetzen. Weil nur vom Hinhören und Zuhören, also es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Hinhören und Zuhören, ich würde dir empfehlen, hinzuhören, dich wirklich zurückzulehnen und dich jetzt von der blinkenden Kamera überhaupt nicht irritieren zu lassen und einfach mal zu lauschen. Wo war ich stehen geblieben? Als wir gestern Morgen losgefahren sind, also wir sagen schon, auch wenn es unser Normal ist, zueinander, hey, zwick mich mal, sind wir jetzt wirklich in dem Leben angekommen, von dem wir, und das ist noch gar nicht so lange her, geträumt haben. Und die Idee war gestern ursprünglich, also mein Mann hatte mich gefragt, ob ich keine Lust habe, mal ein Fahrrad zu machen, dass wir eine Fahrradtour machen können. Es gibt hier bei uns um die Ecke, also nicht um die Ecke, in Larnaca schon. Wir wohnen ja hier in so einem kleinen Ort, ein bisschen außerhalb. 4000 Einwohner hat es hier nur. Da verirren sich keine Touristen hin. Aber in Larnaca haben wir, was letztes Jahr oder vor 2 Jahren schon, weiß jetzt gar nicht, einen Fahrradvermieter entdeckt, der auch Fahrräder hat mit so ganz breiten Reifen. Also mit denen man sowohl im Straßenverkehr als auch tatsächlich, also auch auf Asphalt fahren kann, aber auch am Strand fahren kann, weil mit dünnen Rädern, mit dünnen Reifen kommst du am Strand ja nicht voran.
weil jetzt ist es noch nicht ganz so heiß hier, jetzt ist es auch tagsüber noch angenehm warm. Im Sommer fährst du hier tagsüber kein Rad, das ist ein No-Go. Also ja, so bei 37, 38 Grad, da hockt man sich tagsüber nicht aufs Fahrrad. Also ich brauche das nicht so sehr, ich die Wärme liebe. Und dann ist so in mein Bewusstsein gekommen, Mensch, da gibt es doch auch so eine Liste mit so Dingen, erstes Nugget schon mal für dich heute, eine Liste mal zu führen mit Dingen, die du schon ewig nicht mehr gemacht hast oder noch nie gemacht hast, die du aber gerne mal machen möchtest. Und ich habe tatsächlich, das muss 87 gewesen sein, zum ersten und bis gestern auch zum letzten Mal auf einem Pferd gehockt. Das war damals in Kuba. Das war allerdings so dieser klassische, ja, ich sag mal, Touristenausflug. Ich weiß nicht, 10, 12 Leute waren da in der Gruppe, sind da am Strand geritten. Ich konnte das nicht so sehr genießen, weil es so diese absolute Touristenenergie war. Ja, ich war da natürlich auch Tourist, aber die Pferde haben mir auch leid getan. Die hatten auf mich jetzt nicht gerade so den Eindruck erweckt, als wären sie total glücklich und sehr gut ernährt. Und ich hatte so den Eindruck, ja, da geht es jetzt tatsächlich so im gefühlt 2-3 Stunden Rhythmus nur mit Touristen an den Strand losreiten und wieder zurück. So, aber dieses Reiten, das stand unter dem Aspekt auf meiner Liste, was ich noch nie gemacht habe oder schon ewig nicht mehr gemacht habe und gerne machen möchte. Und das ist mir in dem Kontext, wo mein Mann mich fragte, hey, hast du keine Lust, dass wir am Samstag oder Sonntag mal wieder eine Fahrradtour machen? Okay, dann haben wir geguckt, so etwa 50 Kilometer von hier gibt es tatsächlich jemanden, der Reitunterricht gibt. Also jetzt nicht so diese klassische Touristenvariante, und da sind wir gestern hingefahren. Und nur mal, um dir als Beispiel zu geben, wie du, wenn du dich auf diesen Weg begibst, um das jetzt mal so von mir zu teilen, was so für uns alles normal ist. Ich meine, es ist normal, dass für uns, dass wir irgendwo leben, wo andere Urlaub machen. Und wir sind ja tatsächlich schon des Öfteren mal in Larnaca. Und ich wollte da auch eigentlich noch was gestern Morgen erledigen. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, und irgendwie hat es auch aus mir gesprochen, nee, lass uns gleich doch mal nach Ayia Napa fahren. Wir wollten auch noch was kaufen, wir wollten noch ein bisschen shoppen gehen. Raus aus dem Alltag, in Anführungsstrichen, raus aus dem Alltag. Und da haben wir beide tatsächlich so lachen müssen im Auto. Und es ist auch ein Stück weit Alltag, weil Larnaca hier um die Ecke, 10 Kilometer. Da haben wir unsere Lieblingscafé, da haben wir unsere Lieblingsrestaurants, wo wir gestern waren in Ayia Napa, da kennen wir uns zwar auch schon aus, aber da sind wir halt einfach nicht so oft. Und das ist tatsächlich, dieser Bereich dort ist tatsächlich so Touristenenergie, das sind ganz viele Hotels, also auch tatsächlich so die Hotelhochburgen, wie man das einfach kennt. Und ich habe einfach gesagt, lass uns da hinfahren, lass uns dort ein bisschen shoppen. Mal schauen, was uns da so anspricht, was uns da so gefällt. Und ja, und das ist alles so das neue Normal. Und dann haben wir erstmal lecker Kaffee da getrunken. Da haben wir so einen Kaffee auch, wo man so einen schönen Blick raus aufs Meer hat. Das haben wir danach gemacht. Dann waren wir shoppen. Dann waren wir zum Reiten. Und das fand ich ja so genial, wie das Universum uns da nochmal geführt hat. Also man kann hier auf Zypern schon in verschiedenen Regionen da Reiten buchen, da gibt es schon mehrere Anbieter. Aber ich war mal wieder so erstaunt, wie das Universum uns genau zu dieser Ranch geführt hat, sag ich mal. Und zwar, der Vermieter, der hatte sowohl mich als auch Markus von meinem Gefühl her sich uns ganz genau angeguckt, hatte vorher wahrscheinlich auch schon so das ein oder andere Pferd von der Idee her für uns ausgesucht. Aber das war tatsächlich, der hatte sich, ich stand da, der stand vor mir, wenn du vom Systemstellen, Familienstellen oder sowas kennst. An so eine Situation hat mich das erinnert. Das habe ich ja früher auch in meinen Praxisräumen immer ganz viel gemacht. System stellen.
Der stand vor mir, hat mich taxiert, hat mir in die Augen geschaut, hat unter den Aspekten nicht nur meinen Reithelm ausgesucht, sondern hat unter den Aspekten tatsächlich die Pferde ausgesucht. Erst hatte er Markus und mich mal beide so ein bisschen angeschaut und dann habe ich schon, er hat so zwei Namen genannt, aber dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann gecheckt hatte, okay, das sind die Namen von den beiden Pferden, die ihm gerade ins Bewusstsein kommen, die wohl gerade jetzt ideal für uns beide sind. Und dann hat er erstmal mich dann nochmal intensiv gecheckt so und hat so diese beiden Namen dann immer wieder gesagt, bis er dann klar hatte, okay, mein Pferd, das ist Blackie und das Pferd für Markus ist Prinzessin. Also rein vom Namen her würde man vom Kopf her sagen, Prinzessin passt besser zu einer Frau und Blackie passt besser zu einem Mann. Aber so hat er die Pferde ausgesucht für uns. Und da habe ich schon gedacht, das ist doch Wahnsinn, das ist gigantisch. Ich komme auf die Idee und sage, komm, lass uns mal reiten gehen, hast du Lust dazu? Wir haben angerufen, Termin gebucht. Und dann kommen wir irgendwo hin, wo tatsächlich das Pferd, und das ist auf dieser Homepage, die ist völlig unscheinbar, da kannst du einfach im Grunde genommen nur buchen. Und ein paar Bilder, die er da drauf hat. Also wir sind auch ein bisschen durch die, ich sag mal, Walachei geritten, waren natürlich auch am Strand geritten und so, querfeldein dann eben auch unterwegs gewesen im Stündchen. Und es ist so interessant, wie wir da mal wieder geführt wurden und genau zu demjenigen, der die Pferde, alles von der Energie her total gepasst. Und was ich noch so sinnig fand, wo ich tatsächlich geschmunzelt hatte, als wir da so querfeldein an Sträuchern vorbei sind. Ich bin ja auch jemand, der, als wir jetzt in Deutschland waren oder immer wenn wir in Deutschland sind, da bin ich schon wildkräutertechnisch viel unterwegs. Wir waren ja jetzt erst 3 Wochen in Deutschland, da war ich tatsächlich jeden Morgen unterwegs und bin mit so einem ganzen Strauß Wildkräuter da immer zurückgekommen. Und wir haben in Deutschland auch so eine Fahrradtour, wo wir an der Mosel immer gerne vorbeigefahren sind, ganz viel an Brombeersträuchern vorbei und wenn ich dort unterwegs dann auch Wildkräuter gesehen habe. Family wusste schon, also ich halte da an und bin am Pflücken und bin am Genießen und bin im Naturrestaurant unterwegs, um es mal so auszudrücken. Was ich gestern so sinnig fand, das Pferd, das er mir zugeordnet hatte, wenn es irgendeine Möglichkeit hatte, mal kurz am Strauch zu naschen, und das habe ich bei keinem anderen Pferd so entdeckt, Markus hat mir zwar erzählt, seins hat es auch einmal gemacht, aber dann nimmer, aber meins hat das ständig gemacht. Und da habe ich so gedacht, wow, wie faszinierend ist das, wenn man sich einfach leiten lässt, es ist immer alles für uns vorbereitet. Es war für uns vorbereitet, dass genau diese beiden Pferde da, auf denen wir gestern da im wahrsten Sinne des Wortes hoch zu Ross unterwegs sein durften, die waren für uns vorbereitet. Und auch, es waren noch zwei Mädels dabei, zwei Französinnen. Unter deren Sicht, ich weiß nicht, denen war das wahrscheinlich nicht bewusst, hatte er uns dann noch gefragt, wir sind nur eine oder anderthalb Woche auf Zypern im Urlaub, ob wir die beiden dann mitnehmen können, noch runter nach Ayia Napa, weil die Ranch, auf der wir waren, die war tatsächlich ein bisschen außerhalb gelegen. Und da habe ich anschließend noch zu meinem Mann gesagt, guck mal, die Mädels, ohne dass sie jetzt wussten, haben sich sogar jetzt noch eine Rückfahrt zu ihrem Hotel, zu ihrem Aufenthaltsort manifestiert. Ich weiß nicht, die Busverbindung wird auf diese Ranch, weiß nicht, ob es da überhaupt eine gibt. Ja. Und das sind so Dinge, wo ich immer wieder staune, wie das Universum agiert, an unserer Seite ist und uns tatsächlich führt und leitet. Und was hat das jetzt mit Selbstliebe zu tun, was ich heute ein bisschen ansprechen möchte mit dir mal? Lass mal die Frage auf dich wirken, woran merkst du, dass du dich selbst liebst? Woran merkst du, dass du dich selbst liebst? Lass das mal auf dich wirken. Ich trinke mal nochmal einen Schluck Tee hier in der Zwischenzeit. Du kannst natürlich deine Antwort auch gerne ins Kommentarfeld hier posten. Folge einfach dem Impuls. Meine Antwort inzwischen
darauf ist, mir zu erlauben, das zu machen, was ich wirklich möchte und Nein zu sagen zu den Dingen, die ich nicht mehr möchte. Das heißt nicht, wenn ich jetzt an mein früheres Leben zurückdenke, wo sonntags nachmittags immer schon so ein mulmiges Gefühl aufkam, oh, morgen ist wieder Montag, morgen muss ich wieder ran. Ach, als, auch wenn es nur 2 Tage in der Woche waren oder alle 2 Wochen 3 Tage und ich den Rest der Woche, die anderen Tage tatsächlich mit dem schon verbracht habe, was ich wirklich wollte, weil ich hatte ja viele Jahre die mentalen Gesundheitspraxiskraftquelle selbst mit physischen Praxisräumen tatsächlich auch. Das heißt nicht, wenn dir jetzt bewusst wird, da gibt es noch so einiges, da kann ich jetzt nicht Nein dazu sagen und das musst du auch nicht. Es geht jetzt nicht darum, wenn es dir jetzt noch genauso geht, wie es mir ja früher mal ging, dass ich zwar einen gut bezahlten Job hatte, aber dennoch sonntags nachmittags so ein mulmiges Gefühl aufkam, weil das natürlich nicht die Dinge waren, die ich eigentlich gerne selbst wirklich machen wollte. Und das Wochenende schon wieder vorbei war. Sondern dich überhaupt mal Schritt für Schritt auf den Weg zu begeben, in diese Richtung, dass du immer mehr und mehr tatsächlich tagsüber Dinge machst oder überhaupt in deinem Leben machst, wo du wirklich Ja sagst. Das will ich, das möchte ich, das macht mir Freude. Und zwar das dann zu machen, wann du es möchtest. Nicht bei Wochenende ist, ich meine, so einen Tag wie gestern können wir auch durchaus ja einfach in der Woche machen. Wir müssen ja niemanden fragen, ob wir frei kriegen oder Urlaub haben können oder was auch immer. Wenn du das machst, was dir wirklich Freude macht und auch genau weißt, was das eine Ding ist, warum du hierher gekommen bist, ich nenne das ja immer gerne Seelenplan, das hat auch was mit Selbstverwirklichung zu tun, nicht nur mit Selbstliebe, sondern dass du dem auch folgst, was du wirklich gerne machen möchtest, dass du dir die Klarheit verschaffst, sondern auch mit Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Ich werde auch manchmal gefragt, wie viel ich arbeite, weil ich manchmal ja auch morgens schon mal ganz früh was poste oder auch abends ganz spät noch oder wenn ich zwischendrin auch mal den Impuls habe, mal live zu gehen. Oder auch mal noch mit einer wunderbaren Kundin abends noch einen Termin mache, wo es schon mal ein bisschen später ist. Das sind ja Dinge, die ich nie als Arbeit empfinde. Wenn ich morgens am Strand unterwegs bin, manchmal habe ich das Handy dabei, manchmal nicht. Wenn ich es dabei habe und es kommt ein Impuls, hey, das könntest du jetzt gerade mal teilen, dann mache ich das, sei es im Live oder im Post. Das hat ja dann nichts damit zu tun, dass ich arbeite, sondern das ist Selbstverwirklichung im Sinne von ich wirke. Ich gebe das, was in mir gerade ist, als Impuls weiter. Und das ist auch für dich möglich, weil auch du kommst genauso wie ich aus der gleichen Quelle. Ich nenne das immer gerne die Quelle allen Seins. Du hast ja auch irgendwann mal deine Familie ausgesucht, in der du inkarniert hast. Nur niemand von uns, weder ich noch du, haben dann eines erfahren oder man hat uns eines beigebracht, dass es das Wichtigste ist, tatsächlich seinem Herzen zu folgen, der Grund, warum wir wirklich hierher gekommen sind, dem zu folgen, unserem Herzen zu folgen, unserem Seelenplan, weil die Seele ist ja der Teil, der in uns wohnt, der Teil des großen Ganzen ist. Unsere Seele, diese Energie, belebt ja diesen jetzigen Körper. So, das hat man uns nie beigebracht, sondern im Gegenteil, da sind ja ganz viele Schleier über uns gelegt worden. Das ist ja der Grund, warum auch ich mal so lange auf der Suche war, was ist der wahre Sinn meines Daseins her. So lange haben mich Fragen begleitet, wer bin ich, was will ich überhaupt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das überhaupt hier auf der Erde? Und je länger ich mir diese Frage gestellt hatte und je weniger ich Antworten darauf bekommen habe, umso mehr hat meine Seele mir Botschaften geschickt, die dann letzten Endes auch schon in Depressionen gelandet sind. Also ich bin in einer Depression gelandet. Damals hätte man mir wahrscheinlich auch noch Burnout diagnostiziert,
Aber diesen Begriff, diese wunderbare Wortschöpfung, in Anführungsstrichen wunderbare Wortschöpfung, die gab es damals noch nicht. Ja? So. Und so war ich einfach auch viele Jahre auf der Suche nach dem wahren Sinn meines Daseins. Und wahrscheinlich geht es dir auch so, weil du bist ja hier in meinem Universum, in unserer Gruppe hier. Du lauschst meinen Worten. Das sind ja genau die Themen, die dich auch beschäftigen. Und du trägst auch alles in dir. Du trägst alles in dir, was es braucht, dir wirklich dein Leben ganz nach deinen Träumen zu erschaffen. Welche Erfahrung möchtest du noch machen? Und wie viel mehr wirst du damit in die Liebe zu dir selbst kommen? Schau mal, mein Tag früher hat so ausgeschaut, also als ich mich dann so schon auf den Weg begeben hatte und schon mal gemerkt habe, okay, es macht ganz viel Sinn, morgens schon mit Krone gerichtet in den Tag zu starten. Was meine ich damit? Morgens nicht einfach aufzuwachen, aus dem Bett aufzusteigen und mich schon durch den Tag leiten lassen, in den Tag einfach hineinfallen lassen quasi, sondern morgens, und das meine ich mit Krone richten, mir schon als allererstes die Fragen stellen, wie will ich meinen Tag heute wirklich haben. Als ich noch im Arbeitsverhältnis war, ja, natürlich auch mit den Dingen, die dazugehörten. Ja, da gehörte auch noch dazu, eben 8 Stunden am Arbeitsplatz zu sitzen. Aber ich wusste damals, dass es nur noch übergangsweise ist. Es wird der Tag kommen, wo ich kündige, und zwar freiwillig, ohne noch mit jemandem mich drüber unterhalten zu wollen oder zu müssen, kriege ich noch eine Abfindung oder nicht. Ich wollte einfach aus meinem tiefsten Herzen heraus da rausgehen und frei leben. Und dann hat es Sinn gemacht, Dinge anders zu machen in meinem Leben, als die ich bis dato gemacht hatte, bis zu dem Punkt, wo ich mich dafür entschieden hatte, ich will jetzt Veränderungen in meinem Leben. Weil das Leben, in dem ich bis dahin angekommen bin, mit Depressionen, mit Rückenschmerzen, mit Asthma-Themen, mit Neurodermitis, mit ganz vielen Botschaften, wo die Seele mir Hinweise geschickt hat, korrigier doch bitte deinen Weg. Dieses Leben habe ich ja erreicht mit der Handlungsweise und vor allem mit der Denkweise. Das Denken, das Fühlen, das Handeln, damit in der Reihenfolge habe ich ja dieses Leben erreicht, mit allem, was dazugehört. Niemand anderes erschafft sich ja das eigene Leben, immer nur wir selbst. Niemals jemand anderes. Und weil ich gerade so einige von vielen Disharmonien hier aufgezählt habe, wo das Leben, die Seele mir körperliche Botschaften geschickt hat, weil ich das die Woche auch gefragt wurde, mir jemand geschrieben hat, ich habe jetzt schon 2 oder 3 Mal das und das Krankheitssymptom, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob das jetzt wirklich aufhört oder was ich da noch tun kann. Die einzige Antwort, die ich darauf habe, aus meiner eigenen Erfahrung, ist zu erkennen, was ist wirklich der wahre Grund deines Daseins hier und dann auch deinem Herzen, deiner Seele zu folgen. Weil dann hat sie keinen Grund mehr, Disharmonien in Form von Krankheitssymptomen zu schicken. So simpel und einfach ist das. Seit ich das mache, und zwar zu 90%, das sind natürlich 10%, wo es noch Dinge gibt, die über früher oder später auch noch ich abgebe oder ändere, und das ist auch gut so, weil wenn keine Veränderung, wenn kein Wachstum mehr nach oben möglich wäre, warum der aufhört zu wachsen, der ist tot. Es geht immer um ein Weiterwachsen. Nach oben sind nie Grenzen gesetzt. Die einzigen Grenzen, die es gibt, das sind die Grenzen, die wir hier in unserem süßen Kopf, in unserem süßen Spatzenhirn haben, um es mal so auszudrücken. Und wenn ich da so an meinen Tag früher denke, 8 Stunden, das fing ja schon an, um 6:30
mich ins Auto zu hocken, in der Rush-Hour zu sitzen, rechts und links im Stau auch in leere Gesichter zu blicken, keine freudestrahlenden Augen zu sehen. Das hat wenig mit Selbstliebe zu tun gehabt. Ich habe mir ganz lange die Geschichte erzählt, es geht ja nicht anders, ich muss das halt machen, weil ich einfach nicht die Klarheit hatte, was ist wirklich der wahre Grund meines Daseins hier. Und die Dinge, die ich schon in meinem Leben bis dahin gemeistert hatte, sei es die Depression, sei es Burnout und vieles andere eben auch, ich bin ja so vielseitig interessiert, und das bist du wahrscheinlich auch, du hast auch ganz viele Interessen, Talente und Fähigkeiten. Und das war einst auch mal so mein Handicap. Ich habe mich für, ich habe ja eben Wildkräuter erwähnt, für gesunde Ernährung, für Rohkosternährung. Ich könnte Vorträge halten oder habe ich auch alles schon gemacht über vegane Ernährung, vegetarische Ernährung, Rohkost, über die Botschaften der Seele, über den Körper, über eine glücklich erfüllte Partnerschaft, weil wir sind ja jetzt auch schon seit 1995 ja, ein glückliches Paar mit zwei gemeinsamen, wunderbaren, erwachsenen Kindern inzwischen, die auch ihrem Herzen folgen. Also so vielseitig interessiert bist du ja auch unterwegs, auf deine Art und Weise. Und genau das war lange mein Handicap, dass ich nicht wusste, ja, mit was dann durchstarten. Und vor allem, wenn ich mir eins aussuchen sollte, was ich ja auch teilweise dann gemacht habe, das hat mich nicht erfüllt. Das war nicht, irgendwie hatte ich so das Gefühl, da fehlt noch irgendetwas. Und darum geht es bei dir auch. Du darfst wohl das eine Ding herausfinden, was sich als der wahre Grund deines Daseins hier entpuppt. Aber all deine Talente, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, Interessen, die du mitgebracht hast und die du dir auch hier angeeignet hast, also alles das, was dich wirklich ausmacht, das darf zum wunderbaren Ganzen zusammengefügt werden. Und jetzt würde ich auch mal gern mit dir so ein bisschen den Zahn ziehen, in Anführungsstrichen. Wenn du dir bis eben noch die Geschichte erzählst, ja, damit kann ich aber kein Geld verdienen. Weil. Die Woche hat mir jemand vehement wirklich erzählt, sie ist eine wunderbare Künstlerin, sie zeichnet wunderbare Bilder, Technik genau weiß ich jetzt nicht, aber damit kann ich definitiv kein Geld verdienen. Und auch auf meine Einladung hin, wir können gerne mal über Möglichkeiten sprechen, wie genau du das ändern darfst, damit du mit deinen wunderbaren Bildern, die du malst, Geld verdienen kannst, ist bei ihrer Auffassung geblieben. Ja, okay. Dann darf sie das natürlich. Sie hat mich überzeugt, dass aus ihrer Sicht sich damit kein Geld verdienen kann. Damit wird auch klar, jeder Mentor an deiner Seite, jeder Coach, der dich begleitet, sei es ich spreche jetzt mal von mir, ich kann dich nur begleiten in das freie Leben, wo du hin möchtest, wenn du das auch wirklich willst. Wenn du natürlich die Dinge, die in dir verborgen sind, die dich bis eben denken lassen, es geht nicht, weil, was auch immer es ist, du selbst erschaffst dir deine Lebenswirklichkeit. Niemand im Außen, auch ich, erschaffe dir nicht deine Lebenswirklichkeit. Ich kann dir nur alles auf dem Silbertablett servieren, was es braucht, um da anzukommen, wo du hin möchtest. Und jetzt würde ich mal gerne so dir drei Beispiele nennen, damit du dich mal mehr den Gedanken öffnest, mit dem, was dich ausmacht, was dir wirklich Freude macht, ist es auch definitiv möglich. Und zwar jetzt geht es nicht darum, bei den Beispielen, die ich dir nenne, sowas nachzukopieren, sondern es geht immer darum, weil du bist ja einzigartig. Es gibt dich ja eh nur ein einziges Mal. Deshalb geht es niemals darum, jemand anderen nachzukopieren. Du willst ja nicht die Kopie von jemand anderem sein. Du willst ja du selbst sein. Von anderen kannst du dir Anregungen holen, wie zum Beispiel, ist mir die Woche gerade eingefallen, weil ich zu meinem Mann gesagt habe, manchmal erschrecke ich vor meiner Ordnung hier, die wir hier in unserer
in unserer Wohnung haben, in unserem Haus haben, gegenüber, also wir waren jetzt nicht unordentlich in dem Sinne, aber es gab schon so den ein oder anderen Schrank im Saarland, wo dann einfach nicht so die Ordnung geherrscht hat oder es eine Herausforderung war, irgendwie Ordnung zu halten. Und hier herrscht einfach so eine andere Energie, wir sind viel mehr uns selbst und wenn ich hier Schrank aufmache, es gibt keinen Schrank, keine Schublade, überhaupt nichts, wo irgendwo Unordnung ist. Alles hat hier so seine perfekte Ordnung. Warum? Rein systemisch betrachtet, weil wir auch systemisch in dem Leben angekommen sind, wo wir hin wollten. Also immer wie innen zu außen, beziehungsweise wie außen zu innen vielmehr. Und in dem Kontext ist mir die Marie Kondo eingefallen. Von der hatte ich mal ein Video gesehen. Es gibt wohl auch Bücher von ihr, aber ich habe da noch nie mich da näher mit beschäftigt. Marie Kondo, ich weiß nicht, wie viele Umsätze sie macht. Sie ist total bekannt als die Aufräum- und Ordnungsexpertin schlechthin. Und die macht sicherlich, ich könnte mir vorstellen, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen an Umsätzen, weil sie einfach auch weltweit bekannt ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Faible für Ordnung hast und hast da ganz besondere Tools und Techniken für dich entwickeln, die du da schaffst, das war ja bei Marie Kondo zum Beispiel nichts anderes. Die hat daraus ihr Business entstehen lassen. Und sie hat an sich geglaubt, sie ist diesen Weg gegangen. Und wie viele Menschen erzählen sich da draußen die Geschichte, ja, mir macht das zwar total Freude und Spaß, aufzuräumen oder Ordnung zu halten, aber damit kann ich ja kein Geld verdienen. Ein anderes Beispiel. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Ausflug in die USA, weil die USA mich in der letzten Zeit so intensiver wieder beschäftigt. Eine Taxifahrerin, eine ist keine US-Amerikanerin, aber sie ist da ausgewandert. Der hat es, und da bin ich auch an meine Mutter erinnert worden, die hat auch mal so 10, 12 Jahre lang in ihrem Leben Taxi gefahren, weil sie hat es einfach geliebt, Auto zu fahren. Und sie hat es einfach geliebt, auch ein größeres Auto zu fahren, das es sich selbst aber in ihrem Leben nie leisten konnte. Also hat es ihr total Freude gemacht, Taxi zu fahren, mit anderen Menschen in Kommunikation zu sein und die von A nach B zu fahren. So, jetzt gibt es aber dazu noch eine Steigerung. Meine Mutter hatte nie in ihrem Mind drin, damit ein Business draus zu machen und wirklich mal richtig gutes Geld zu verdienen, sondern, ich weiß nicht, 15 Euro die Stunde als Taxifahrerin, damit hat sie sich einfach zufrieden gegeben. Die Taxifahrerin, von der ich dir gerade jetzt berichten möchte, in den USA, in Los Angeles, hat sich darauf spezialisiert, tatsächlich Prominente nur zu fahren. Hat ein Unternehmen aufgebaut. Menschen, die sich wirklich erlauben möchten oder auch erlauben, in einer großen Limousine, in einem üblichen Taxi oder auch, weil es darum geht, dass ihre Persönlichkeit ein bisschen geschützt wird, damit niemand sieht, dass sie jetzt von A nach B fahren, dass so ganz viel Privatsphäre einfach gewährt ist. Darauf hat sie sich spezialisiert und hat ein größeres Taxiunternehmen, ich weiß nicht mit wie vielen Angestellten, macht Millionen Umsätze mit ihrem Unternehmen, weil es ihr einfach mal total Freude bereitet hat, Taxi zu fahren. Ja? Also, was ist in dir alles verborgen, wo du dir bis eben noch erzählst, damit kann ich kein Geld verdienen? Geh mal gerne ins Brainstorming mit ihr da. Und ja, was auch dazu gehört natürlich, ein ganz wichtiger Aspekt, diese Veränderung im Außen kann immer nur geschehen auf dem Weg des Denkens, des Fühlens und dann erst können im Außen Veränderungen geschehen. Das heißt, das hat ganz viel mit innerer Arbeit zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, zunächst mal zu nahezu 100%
wirklich die eigenen Schattenseiten zu lösen, Licht ins Dunkel zu bringen. Und die eigenen Schattenseiten, das Unbewusste, was ich gerne als Unbewusstes bezeichne, mit Wissen, das wir uns angeeignet haben, können wir noch ganz viel selbst auch im Unterbewussten, mit unserem Unterbewusstsein wirken, arbeiten, mit Fragetechniken, mit Tools und. Aber was im Unbewussten verborgen ist, an mein Unbewussten wäre ich selbst nie rangekommen. Da brauchte ich Menschen an meiner Seite, die dort waren, wo ich hin wollte, die mit mir Schritt für Schritt alles das, was da verborgen war, ans Licht gebracht haben. Und auch jetzt habe ich Menschen an meiner Seite, die dort sind, wo ich hin möchte. Warum? Ich möchte mich ja auch weiterentwickeln. Ich möchte mich weiterentwickeln für mich, für die Familie und natürlich auch für die wunderbaren Frauen, die den Weg in die Akademie finden, die sich trauen zu springen, um dann natürlich auch die weiter noch besser begleiten zu können. Und was dazugehört bei diesem Wachstum, bei diesem sich hineinentwickeln in die neue Identität, weil wenn du dich auf diesen Weg machst, du wirst ja eine andere Persönlichkeit, bist du jetzt auch schon, wir sind alle Persönlichkeiten schon, wenn wir auf die Welt kommen, deshalb liebe ich mehr so dieses Wort Identität. Du wirst ja eine andere, neue Identität sein in dem Leben, wo du hin möchtest, als jetzt. Und das hat auch ganz viel mit sogenannten Wachstumsschmerzen zu tun. Es gibt so aus dem Medizinischen so den Bereich, wenn Kinder so ins Teenageralter kommen, da gibt es so den Begriff von präpuberalen Wachstumsschmerzen. Das ist, wenn die Gliedmaßen wachsen. Und bei dem einen oder anderen führt das tatsächlich schon mal zu Schmerzen in den Gliedmaßen. Ja? So. Und im übertragenen Sinne, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, das ist jetzt nur mal ein anderer Ausdruck dafür, dass unser Stammhirn keine Veränderung mag, das ist das, was sich da schon mal als ein Wachstumsschmerz bemerkbar macht, weil es unbequem ist, da durchzugehen, weil es auch darum geht, Dinge anders zu machen, als man bis eben gemacht hat. Weil nochmal, das Leben, da wo du jetzt stehst, das Leben, wo ich jetzt stehe, das habe ich mir selbst erschaffen, das hast du dir selbst erschaffen. Und zwar mit der bisherigen Denkweise und so wie du daraus gefühlt hast und so wie du daraus auch gehandelt hast. Das ist immer so. Das heißt, mit dem bisherigen Denken, Fühlen und Handeln werden wir immer nur die gleichen Ergebnisse bekommen. Deshalb kann es alleine nicht funktionieren. Deshalb brauchst du Menschen, wie früher in der Schule auch, die uns Lesen und Schreiben beigebracht haben. Ja, in der Schule hat man uns auch Dinge beigebracht, die nicht unbedingt uns interessiert haben, aber okay, anderes Thema. Nur wie viel mehr können wir uns bitte mal dem Gedanken öffnen, dass es jemanden an der Seite braucht, der dort ist, wo wir hinwollen. Und da sind wir nochmal bei dem Thema Selbstliebe. Es gab Zeiten in meinem Leben, als ich, nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, ich lege jetzt jeden Tag mehr und mehr den Grundstein in meinem Leben, um in dem freien, selbstbestimmten Leben an den Orten anzukommen, wo ich mich wirklich für mich, mit der wunderbaren Familie, mit meinem Mann tatsächlich aufhalten möchte. Was waren meine Wachstumsschmerzen damals? Das war zum Beispiel tatsächlich morgens um 4.15 Uhr über Jahre hinweg hat mein Wecker geklingelt. Warum? Weil um 6:30 sind unsere Kinder aus dem Haus, als sie noch in der Schule waren. Eine Stunde früher sind die aufgestanden, habe ich die geweckt. Und diese Stunde wollte ich einfach auch eine Ausstrahlung schon den Kindern mit in den Tag geben. Keine Hetze, mach dich fertig und schnell, sondern dass die gemütlich
wach werden konnten, in den Tag starten konnten, um 6:30 aus dem Haus zu gehen, um nicht schon gehetzt irgendwie in der Schule anzukommen. So, was hieß das für mich, damit ich überhaupt den Grundstein dafür für mich legen konnte, um das dann weiterzugeben? Habe ich für mich herausgefunden und damals natürlich auch als mit meinen damaligen Mentoren an meiner Seite, geht es darum, morgens früher aufzustehen, beziehungsweise mich überhaupt eine Stunde erstmal, eine Stunde war für mich ein Zeitraum, wo ich gemerkt habe, das brauche ich, das tut mir am besten, um die Krone zu richten für den Tag. Also ist um 4.15 Uhr der Wecker geklingelt, da hat der Wecker geklingelt, so eine Viertelstunde noch ein bisschen räkeln und strecken im Bett, so das ein oder andere auch schon machen, um mein System wach zu bekommen. Da gibt es so eine wunderbare Meridianmassage an den Ohrläppchen zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die man ja auch morgens schon machen kann, die es dann nicht noch zusätzlich Zeitaufwand braucht, wenn man noch im Bett liegt. Aber dann tatsächlich so eine Stunde verschiedene Rituale, um in den Tag zu starten, damit ich, wenn ich die Kinder geweckt habe, selbst mal in der Energie war, die ich haben wollte. Hat das immer Freude bereitet, um 4.15 Uhr aufzustehen? Nein, natürlich nicht. Aber mir war klar, wenn ich weiter so denke, fühle und handle wie bisher, dann kann ich ja niemals in dem Leben ankommen, wo ich hin möchte. Wenn ich weiter auch meine Themen, die in mir verborgen sind, die ich mitbekommen habe, im Hinblick auf Geldblockaden, wenn ich weiter so denke, fühle und handle mit meinem Geld, und bei mir ging es nicht darum, dass ich Geld aus dem Fenster rausgeworfen hatte, sondern ich habe auch recht gut verdient im öffentlichen Dienst, ja, aber trotzdem war Geld nicht als Partner an meiner Seite. Es war einfach irgendwie nie da. So, also, wie sehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass es wirklich Sinn macht, anders zu denken, anders zu handeln und anders zu fühlen? Ich kriege hier gerade irgendeine Warnmeldung von meinem Computer. So, muss das mal wegklicken. Genau. Also, wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, wie viel mehr es Sinn macht, zu beginnen, stabil, anders zu denken, anders zu fühlen und damit einhergehend anders zu handeln, damit du auch andere Ergebnisse in deinem Leben erzielst. Und das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Weil Selbstliebe ist, nochmal, eingangs habe ich es erwähnt, dir zu erlauben, das zu machen, was dir wirklich Freude macht. Wie viel hat mir früher tatsächlich die Freude am Leben gefehlt? Ich wusste schon gar nicht mehr, was ist wirklich Freude am Leben. Wie ist das überhaupt, morgens voller Freude den neuen Tag zu begrüßen? Der Grund, warum der Körper morgens nicht aufstehen will und am liebsten mit der Bettdecke über den Kopf gezogen noch gefühlte 3-4 Stunden liegen will, ist, weil er einfach keine Lust mehr hat, weil er einfach keine Lust mehr hat, das zu machen, was er den ganzen Tag machen muss. Das war der Grund, warum es mir so schwer gefallen ist, morgens früh aufzustehen. Aber ich wusste, mit dem bisherigen Denken, Fühlen und Handeln kann ich keine anderen Ergebnisse erzielen. Ich kann nicht, das sind Naturgesetze, die können wir nicht außer Kraft setzen. Ich kann nicht einen Apfelkern säen und erwarten, dass ich eine Tomatenpflanze ernte. Kann nie funktionieren. Und Selbstliebe heißt da auch wirklich, den Vorstellungen zu deinem idealen Leben treu zu sein, verliebt zu sein in dich selbst, wenn du in den Spiegel schaust, dir selbst treu zu sein. Und wie viel mehr darf es darum gehen, mit Freude und mit Leichtigkeit dich da hinein zu entwickeln, hinein zu entspannen. Und da spreche ich jetzt nicht von Jahren. Weil das Einzige, was wir nicht ändern können, ist Zeit zurückdrehen. Die Zeit in unserem Körper hier, die ist begrenzt. Danach geht es irgendwie wieder weiter. Und es gab auch früher schon viele Leben, auf welche Art und Weise auch immer. Ja.
Aber dieses Geschenk, was wir jetzt bekommen haben, in unserem jetzigen Körper zu inkarnieren, dass wir uns zudem ja auch noch selbst ausgesucht haben, wie viel mehr können wir das wirklich wertschätzen? Uns selbst wertschätzen. Und selbst treu sein. Das ist wahre Selbstliebe. Und jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Damit kommen wir auch in den Frieden mit uns selbst und zu uns selbst. Und was strahlen wir da auch aus? Ob wir es wollen oder nicht? Frieden. Und alles ist eine große Energie. Was bewirken wir am universellen Feld? Frieden. Wir tun niemandem einen Gefallen mit, wenn wir Menschen da draußen sagen, das sind arme Menschen, die erleben dies oder jenes oder das. Wir verändern damit nichts. Der Frieden im Außen, warum? Wir können keinen Einfluss auf die Lebenswirklichkeit von jemand anderem nehmen. Aber je mehr Menschen erwachen, ihrem Seelenplan folgen, ihren Seelenberuf tatsächlich daraus kreieren, und mit sich selbst so wirklich in die Liebe kommen, in die Wertschätzung. Alles, was mit dem Selbst zu tun hat, Selbstwertschätzung, Selbstliebe, Selbstachtung. In den Frieden kommen mit sich selbst. Wenn wir uns mal für eine Sekunde vorstellen, was für eine Welt hätten wir da draußen. Da fängt es an. Da fängt es an. Das zum Thema Selbstliebe, was ich mit dir teilen möchte heute. Ich schau mal. Die Dagmar ist mit dabei. Guten Morgen. Die Anna ist mit dabei. Mal schauen, wer heute hier alles mit dabei ist. Die Ulrike, wunderschönen guten Morgen. Die Marianne, wunderschönen guten Morgen. Dagmar, ah, die Caroline ist auch mit dabei. Guten Morgen, wie schön. Dagmar, das geht mir auch so. So vielseitig immer mehr annehmen, macht mir gerade körperliche Beschwerden. Ich lasse jetzt los und fokussiere mich auf die Dinge, die mein Herz springen lassen. Ja, weniger Geld, aber ich vertraue auf Veränderung. Mir ist Frieden wichtig. Also, ihr Lieben, das eine schließt das andere nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Anja ist auch mit dabei. Hello, hello, hello. Ja, weniger Geld, aber ich vertraue auf Veränderung. Also, das sind ja auch interessante Ansichten, nur von uns allen. Ich kenne die nur zu gut von mir. Ich nehme das Beispiel jetzt mal, Dagmar. Wenn ich das und das mache, dann habe ich weniger Geld. Das eine schließt das andere nie aus. Wie wäre es mit einem immer ein sowohl als auch? Ich bin unter anderem nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst raus, weil ich einfach auch selbst bestimmen wollte, wie viel Geld ich in mein Leben lasse. Und mir klar war, mit den Dingen, wie ich es bis eben gemacht habe, also auch im Angestelltenverhältnis, im unkündbaren Angestelltenverhältnis, wo ich mir die Geschichte erzählt habe, das ist sicher, kann ich niemals auch finanziell frei sein. Bei mir war klar, ich wollte auf der Welt unterwegs sein, auch mit der ganzen Familie. Und dazu braucht es einfach Geld. Damit ich dann das buchen kann, was ich wann wie buchen möchte. Also, wie oft wir dieses Jahr schon mit dem Flieger auch unterwegs waren oder überhaupt die letzten Jahre. Mein Mann hat kürzlich zu mir gesagt, als wir im Flieger gehockt haben, wir gucken aus dem Fenster vom Flieger, wie wir früher aus dem Bus geguckt haben. Wir dürfen uns der Geldenergie öffnen. Und wenn du das machst, wofür du wirklich hierher gekommen bist,
in der gleichzeitig auch erlaubt ist, Muster und Prägungen zu lösen. Geld ist nicht die Quelle, um Geld zu empfangen, ist nicht das, was du bis eben machst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spooky. Die Quelle, um Geld zu empfangen, ist auch nicht unbedingt, sind auch nicht unbedingt irgendwelche Anlagen. Krypto, Bitcoin, keine Ahnung, Silber, Gold, was es auch alles gibt. Die Quelle für Geld ist einfach die Quelle. Und darum geht es, sich dieser Quelle auch zu öffnen, Geld zu empfangen, aus dieser Quelle zu schöpfen. Das ist eine unendlich große Quelle, wie alles andere auch eine Quelle ist. Die Quelle allen Seins, da wo wir alle herkommen. Das ganze Universum ist eine riesengroße Quelle, wo alles in Fülle immer vorhanden ist. Es gibt keinen Mangel im Universum. Es gibt auch keinen Mangel an Geld hier. Nur wir haben ganz viele Themen in uns drin, die uns glauben lassen, es ist zu wenig Geld da und oder die uns glauben lassen, damit kann ich kein Geld verdienen und oder ich muss mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Ich habe eingangs erwähnt, und das hast du bestimmt auch schon mal, sei es von mir oder von anderen gehört, wenn du dich selbst verwirklichst, wenn du das machst, was du wirklich der wahre Sinn deines Daseins hier ist, deiner Mission entspricht, dann musst du nie wieder arbeiten. Und dazu, wenn du das möchtest, gehört natürlich auch, die Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen, wie du gerne hättest, und dir dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne hättest. Und das geht auch alles nicht von heute auf morgen. Da braucht es auch noch mal ein bisschen Zeit, sich da hinein zu entwickeln, hinein zu entspannen. Als ich die Kündigung eingereicht hatte, da hatte ich ja vorher auch schon den Grundstein gelegt dafür, aber die Kontostände, die haben nicht dafür gesprochen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, zu kündigen. Weil es waren Kredite noch abzuzahlen, es waren interessante Vorgeschichten, wo wir auch investiert hatten und aufgrund dessen Kredite aufgenommen haben, die noch abzuzahlen waren. Also aufgrund dieser Zahlen, Daten, Fakten, wäre nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, zu kündigen. Aber ich habe instinktiv gespürt, jetzt ist der Zeitpunkt da, zu kündigen. Und vor allem, das ist auch ein Fehler, was viele machen, die sich davon abhalten lassen. Und den Gedanken hatte ich nie. Ich habe jetzt schon so viel investiert und jetzt muss ich erstmal diese Kredite da abbezahlen und dann investiere ich erst wieder. Oder ich investiere jetzt nimmer. Ich habe schon so viel investiert, hatte schon Coaches und Mentoren an meiner Seite, hat alles nicht funktioniert und jetzt probiere ich es erstmal alleine. Das kann nicht funktionieren. Also dieses Mindset, ich weiß nicht, wo ich es hergenommen habe, aber das hatte ich in der Richtung nie. Mir war klar, das sind alles Dinge, die mich davon abhalten, in dem freien Leben anzukommen, wo ich wirklich hin möchte. So. Da war so mein allererstes Ziel, weil ich ja eben davon gesprochen habe, dass es darum geht, sich da hinein zu entwickeln, hinein zu entspannen, Schritt für Schritt. Du wärst überfordert, wenn du im ersten Monat deiner Selbstständigkeit 100.000 Euro in dein Leben ziehen würdest. Weil das darf man auch erstmal empfangen, da darf man sich hinein entwickeln. Mein erstes Ziel war, nie wieder einen Monat zu haben, wo ich über den Monatsersten, also im ersten gab es ja immer Geld, weniger als 3.000 Euro auf meinem Konto habe. Habe ich das immer erreicht von Anfang an? Nein. Aber ich bin dran geblieben. Dann war das nächste Ziel, mal mehrere Konten zu haben, mehrere Scheckkarten im Portemonnaie zu haben.
auf mehrere Konten zugreifen zu können. Dann war das Ziel mal, das Jahreseinkommen zum Monatseinkommen zu machen. Vorher noch, mit den 3.000 Euro, war noch ein Zwischenschritt, also nicht nur einmal im Monat Geld zu empfangen, sondern tatsächlich mal jede Woche Geld auf mein Konto fließen zu lassen. Nee, erstmal war sogar nur zweimal im Monat noch Geld aufs Konto fließen zu lassen. Als das dann stabil funktionierte, einmal in der Woche Geld aufs Konto fließen zu lassen. Und dann, dass jeden Tag Geld aufs Konto fließt. Dann war der nächste Schritt, Jahreseinkommen zu Monatseinkommen zu machen. Und da gilt es nicht mehr zu arbeiten, sondern diese innere Arbeit, die ist dazu so wichtig. Die darf man tun, weil im Außen kann immer nur die Veränderung eintreten nach den Schritten Sein, Haben, Tun. Und die Dinge, die du jetzt vielleicht noch nicht für möglich hältst, die sind für dich möglich, die sind im universellen Feld vorbereitet. Ich habe auch früher, wenn ich so andere da draußen beobachtet hatten, die dann so, keine Ahnung, von 50.000, 60.000 Euro Umsatz gesprochen haben, habe ich mir gedacht, wow, einmal 50.000, 60.000 Euro Umsatz, mein Leben ist gerettet. Wenn du weißt, wie das funktioniert, wie du diese Geldquelle tatsächlich fließen lässt, dann ist das gar nicht so spektakulär. Warum? Dann ist es einfach dein Normal, dass dieses Geld fließt. Und wenn der Kopf dann jetzt vielleicht noch sagt, so viel Geld braucht man ja nicht. Geld hat in der Richtung auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Uns geht auch nicht um das Entweder-Oder oder brauchen oder nicht brauchen. Als kleine Kinder wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, uns darüber Gedanken zu machen, ob wir etwas brauchen oder nicht. Wir haben geguckt, das gefällt uns, das will ich haben. Wir haben uns die schönsten Sachen ausgesucht, die wollten wir haben, ohne Ansicht darüber, ob das jetzt viel Geld ist oder wenig Geld ist. Wir haben ganz instinktiv zu den besten Sachen überhaupt gegriffen, weil wir instinktiv in uns haben, ich habe das Allerbeste verdient. Deshalb wisse, das sind ganz viele Dinge, die in uns verborgen sind, die das bis eben hindern. Und es ist immer alles möglich. Und wie viel mehr kannst du in der Vorannahme schon sein, dich dem Gedanken zu öffnen, mit viel, viel weniger Arbeit, weil ich habe eben ja gesagt, wenn du das machst, was wirklich deinem Lebensplan entspricht, was dir wirklich Freude macht und dir wirklich auch erlaubst, Geldenergie in dein Leben zu fließen zu lassen, musst du nie wieder arbeiten. Stichwort Selbstverwirklichung, Stichwort Selbstliebe. Jetzt nehmen wir doch mal den Begriff Arbeit dann dennoch. Wie wäre es mal, diesen Glaubenssatz, der bis eben noch verankert ist, wenn ich mehr Geld verdienen möchte, muss ich auch mehr arbeiten, den mal zu drehen und in der Frage zu sein, wie kann ich mit viel weniger Arbeit viel mehr Geld verdienen? Wäre zum Beispiel ein Satz für heute oder ab heute für dich. Alright. Ihr Lieben, so viel mehr ist auch für dich möglich. Und mal noch eine Frage, die ich dir jetzt gern mal noch abschließend mit auf den Weg gebe. Wann möchtest du aufhören, andere da draußen zu beobachten, die so leben, wie du es auch eigentlich gerne möchtest, und dir eine auf dich abgestimmte Anleitung, ein auf dich abgestimmtes Navigationssystem zu holen, das dich dorthin bringt, wo du wirklich hin möchtest? Deinem universellen Feld ist alles für dich vorbereitet. Du darfst es dir erlauben. Du
darfst dafür zu gehen. Und diese ja, aber, und bei mir ist es aber so, oder was auch immer der Kopf dir da erzählt, da kann ich dich nur zu einladen, trag dich ein zum Somat Live, da gibt es ja einen Fragebogen, trag da deine Daten ein und lass uns da gerne unter vier Augen mal sprechen, wo du gerade stehst. Diese Wenn und Abers und vielleicht und bei mir ist es anders, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dann, ja, hüpfst du in unser Soulmate Live rein und ich begleite dich, wir begleiten dich. Und schau mal, wir haben jetzt schon, das halbe Jahr ist schon fast wieder vorbei. Mit dem bisherigen Denken, Fühlen und daraus gehend Handeln bin ich da angekommen, wo ich jetzt stehe, und du bist da angekommen, wo du jetzt auch stehst. Wenn ich weiter wachsen möchte, weiter Next Level erreichen möchte, muss ich beginnen, auch nochmal anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu handeln. Komfortzone verlassen. Und so ist es auch bei dir. Also welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, das verändern würde? So, ihr Lieben, mir fällt jetzt meine Kokosnuss ein, die da hinten steht. Gestern gab es zum ersten Mal für dieses Jahr eine frische Kokosnuss, Kokoswasser, direkt frisch gekühlt aus der Nuss. Und die werde ich jetzt genießen. Das Wasser habe ich gestern schon genossen und jetzt gibt es noch das Fruchtfleisch. Und ja, ansonsten steht der Plan für heute auch schon. Vielleicht gibt es noch ein paar Bilder von unserem Ausflug heute, was wir heute so machen. Und ja, trag dich ein zum Soulmate Live, lass uns sprechen und verändere dein Leben dahingehend, wie du es wirklich haben möchtest. Link poste ich dir, trag dich ein und dann sprechen wir unter vier Augen. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch, sonnige Grüße und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.